So, willkommen zurück zu Let's Play From Dust. Aus Staub sind wir wieder auferstanden und versuchen natürlich, die ein oder andere Statue freizumachen. Ihr seht schon, es gibt offensichtlich auch Statuen, die unter Wasser sind und die wir dann wahrscheinlich von dem Wasser befreien müssen. Unser Götterspiel geht weiter und so langsam erinnerte mich das sogar an Rias. Hatten wir auch schon mal auf dem Kanal. Für diejenigen, die es nicht kennen, ruhig mal reinschauen. Macht Spaß anzusehen. Möchtest du deine Geschichte wirklich neu beginnen? Nein! Nein! Spielen! Geschichte fortsetzen. So, wir sind bei die 1000 Quellen angekommen. Unsere kleinen, komischen Maskenmenschen. Herzlich willkommen. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, das Ganze langsamer zu gestalten. Menschen können diese Vegetation nutzen, nicht durchqueren. Ach so, da kommen sie nicht lang. Das heißt, wir müssen wirklich außen rum versuchen, hier alles wegzumachen. Und ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert, ob das Wasser sich wirklich dann auch so verhält, dass wir darüber kommen. Ja, können wir. Leertaste, Dorf gründen. Lauft hin, beeilt euch. Weiß ja nicht, was sonst noch so kommt. Oh, hier ist ganz viel Wüste, aber ich darf den Sand nicht nutzen. Oh, wie schade. Nehmen wir den Sand hier weg. Stellen den damit ran, dass das Wasser nicht durchkommt. Lauft, meine Lieben, lauft. Hier ist auch noch eine weitere Quelle. Beeilt euch, bevor ihr weggespült werdet. Dann habt ihr echt schlechte Karten. Ist hier noch irgendwas? Nö. Eine Quelle ergießt sich aus der Erde in einen Fluss, sofern Gestein sie nicht daran hindert. Das Wasser trägt unterschiedliche Mengen an Gestein mit sich und lagert es flussabwärts ab. Aha. Oh, hier sind so viele Statuen und hier sehr wenig Wasser. Also wir sind tatsächlich in der Wüste angekommen. Ich bin gespannt, wie fruchtbar wir das Land machen können. Es wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Aber vielleicht brauchen wir dann auch Wasser und müssen das in irgendeinen See oder sowas ergießen. Außerdem haben wir hier oben noch etwas zum Angucken. Du musst mindestens ein Dorf errichten, um Männer zu rufen. Und auch hier ist sogar noch was. Du musst mindestens ein Dorf errichten, um Zugriff auf das Wasserabwehrwissen zu erhalten. Wasserabwehr? In der Wüste? Okay, dann geht mal hin. Das Dorf steht gleich. Wir haben jetzt wieder begonnen, das Dorf zu bauen. Okay, und dann dürfen wir jetzt hier rüber. Verdunstung. In dieser trockenen Wüste kann die Vegetation nicht von allein gedeihen. Du musst Wasser beschaffen, damit die Palmen wachsen können. Na denn, rüber da. Die Männer sind im Anmarsch. Drücke X zum Abbruch. Nix ist. Wir wollen erkunden, was sich dort befinden und gehen auch gleichzeitig hier noch rüber. Sehr schön. Und dann ist hier sogar noch eine Möglichkeit, dort oben hinzugehen. Verdunstung können wir dort erlernen. Ich frage mich, ob wir denen auch wieder einen Weg beschaffen sollen. Ja, tatsächlich. Die kommen da nicht hoch. Dann nehmen wir den Sand hier weg. Und schütt das mal hier auf. Das reicht noch nicht. Nehmen wir den Sand dort vorne weg. Oh, da kommt Wasser. Verdammt! No! Süß. Ach, guck mal. Das Wasser bahnt sich seinen Weg. Ich muss jetzt aber die Quelle irgendwie wieder verschließen, sonst gibt's Ärger. Ja, ja, ist ja gut. Juhu. Lauft hoch. Trauen sich nicht. Sie wollen nicht. Ich weiß nicht, was die da machen. Wasser gefrieren können wir jetzt machen. Sehr schön. Ah, der kommt auch nicht dorthin. Was ist denn hier los mit euch? Wo steckst du fest? Da. Lauf, mein Freund, zu Hilfe. Ich bin dir behilflich, aber irgendwie läufst du nicht weiter. Jetzt. Der läuft hoch. Sehr schön. Euch muss ich noch helfen. Ja, ja, ist doch gut. Eins nach dem anderen. Reicht das immer noch nicht? Kommt schon, lauft hoch. Ja, sie kommen hoch. Sie kommen hoch. Sie laufen jetzt seitwärts. Das geht. Und hier hat sich das Wasser tatsächlich einen Weg gebahnt. Das ist aber nicht schön. Ich muss da noch die Leertaste drücken. Und hier nehme ich jetzt mal schnell das Wasser weg.
Okay, so geht's. Und das neue Dorf wurde gegründet. Wunderbar. Du kannst ein neues Kraft-Odem nutzen. Die Kraft der Verdunstung kann Wasser vorübergehend von der Karte verdrängen. Aktivieren sie durch Drücken von 2. Wenn so mal 2 ist. Muss jetzt erstmal den Sand loswerden. Hier überflutet mittlerweile sogar das Dorf. Das ist nicht gut. Weg mit dem Wasser. Es wird immer mehr. Aber es fließt weg. Super. So, hier schnell die Leertaste nutzen. Und die Kraft der Urahnen kommt. Geschichte aus der Stammeserinnerung. Tiere. Wir können uns jetzt an Tiere erinnern. Wow. Überall dort, wo Wasser hingeflossen ist, dort wachsen die Bäume. Dort haben wir die Möglichkeit, die Vegetation sprießen zu lassen. Hier fließt mittlerweile das Wasser komplett raus. Das ist super. Machen wir da noch ein paar Sandberge hin. Ich will das Wasser nicht. Weg damit. Nimm den Sand. Nicht das Wasser. So ist gut. Dann trocknet das hier alles aus. Unsere Leute kommen wieder von einem Dorf zum anderen. Ach, noch eine Wasserquelle. Ich glaub's nicht. Was macht ihr denn da? Tröten so ein bisschen mit ihrer Musik rum. Das freut mich. So, wir haben jetzt 2 Dörfer. Von wie vielen? Da ist auch noch 1. Das wir besiedeln müssen, dann gehen wir da mal hin. Wir können aber nicht einfach so hin, wir müssen tatsächlich den Sand von irgendwo nehmen. Nehmen wir den von der Seite. Da kann meinetwegen Wasser sprießen ohne Ende, das ist mir egal. Zu Hilfe. Ach Gott, die kommen nicht mal da drüben. So was Blödes. Gut, dann nehmen wir das Wasser. Lauft den Berg runter. Lauft ihn runter, wenn ihr denn könnt. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Ich kann euch nicht ewig helfen. Warum lauft ihr denn ausgerechnet durchs Wasser? Na, wollt gerade sagen, ihr könnt doch außen rum. Und sie können hinlaufen. Es klappt sogar. Dann wird das bald besiedelt. Weil wir hier ein bisschen Erde wegnehmen. Vielleicht sprudelt dann auch nochmal eine Quelle. Schön wäre es. Durch das Knistern der Bäume und den Wind im hohen Gras hört der Schamane die Stimme der Alten. Du hast Palmen über das halbe Gebiet verteilt und eine Geschichte aus der Stammeserinnerung entdeckt. Breite die Vegetation weiter aus. Ich bin dabei. Eins nach dem anderen. Und offensichtlich brauche ich dafür Wasser. Schnappen uns jetzt einfach mal dieses Wasser hier. Kann ich nicht? Warum nicht? Nehmen wir das. Und lassen das hier hinfließen. Schwupps. Okay, bringt nichts. Ach, dann warten wir mal, bis wir das dritte Dorf haben. Vielleicht geht das dann. Verdunstung können wir auch anwenden mittlerweile. Durch Drücken von 2. Ja, ohne Wasser geht nichts. Das heißt, ich muss hier irgendwie noch Wasser herkriegen. Ah, das Portal wird freigemacht. Sehr schön. Das Blöde ist, dass das direkt im Wasser liegt. Da muss ich einiges aufschütten oder die Verdunstung nutzen, beziehungsweise Wasser gefrieren. Weg mit den ganzen Bäumen. Eine Quelle ergießt sich. Ich muss versuchen, das hier irgendwie zu verdunsten. 2. Ah. Ja, cool. Damit kämen wir rüber. Aber dann warte ich lieber, bis sich die
ganze Sache wieder von alleine legt. Brauchen erst noch mehr Wasser für unsere Leute. Und für die Palmen vor allem. Lassen wir die Verdunstung erstmal sein. Ach, da ist noch was. Cool. Komm schon. Müssen noch irgendwie Wasser hinbringen. Sprudelt nichts. Kein Wasser, kein gar nichts. Ich brauche eine Wasserquelle, die an unserem Dorf vorbeiführt. So ist schön. Brauchen viel mehr Vegetation, um dieses Level noch besser abschneiden zu lassen. Nee, das Wasser soll ruhig da bleiben, aber ich möchte das Gras hier weghaben, den Sand. Gib den mal her. So schön. Ja, perfekt. Und jetzt fließt die Vegetation. Super. Guckt euch das an, wie wir alles mit Palmen besiedeln. Wenn wir nicht godlike sind, dann weiß ich auch nicht. So, hier können wir schon mal Leertaste hindrücken. Die können schon mal warten auf uns. Und die Tiere sind da. Juhu. Endlich. Dann können wir sie fressen. Zu Hilfe. Was ist mit dir passiert? Ach so, der will jagen gehen. Ja, dann geht jagen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Nee, die laufen bloß durch die Gegend. Das gesamte Gebiet ist mit Palmen bedeckt. Du hast eine neue Geschichte aus der Stammeserinnerung enthüllt. Wunderbar, die Palmen durchwühlen den Boden mit ihren Wurzeln. Die Bäume plaudern mit dem Wind und den Gräsern. So konnte unser Schamane die Stimme der Alten vernehmen. Du hast die Palmen über das gesamte Gebiet verbreitet und eine neue Geschichte aus der Stammeserinnerung entdeckt. Wieder mal. So, unsere Leute können jetzt bis hierhin laufen und dann werden wir die Verdunstung nutzen, um dorthin zu kommen und das Gebiet zu verlassen. Denn wir haben alles geschafft, wir haben alle drei Dörfer besiedelt, die wir besiedeln können. Und dann ist schon Schluss. Dann sind wir soweit durch. Das hat hier nichts Besonderes, schade eigentlich. Steht ihr schon da? Ich lasse euch hier erst durch, wenn alle vereint sind. Das bringt mir nichts, wenn die hier einzeln antraben. So, jetzt zwei. Lasst das Wasser verdunsten. Lauft, meine Lieben, lauft. Wartet, ich nehme euch noch ein bisschen Wasser weg. Geht's? Nee, es geht nicht. Andere machen sich noch auf den Weg. Ihr habt noch 25 Sekunden Zeit. Kommt, lauft. Noch 13 Sekunden. Es wird nichts. Ich muss das mehr mit Sand aufgießen, das Gebiet. Sonst kommen wir da nicht hin. Nimm mal den ganzen Sand hier von der Seite weg. Hauptsache, wir machen keine neue Quelle auf, sonst haben wir ein Problem. Die laufen jetzt hin und her und suchen irgendwie einen Weg rüber. Und zwei. So, jetzt müsste das nochmal funktionieren. Warum funktioniert die zwei nicht? Verdammt! Zu Hilfe, ja. Ich bin ja dabei. Das ist alles nicht so leicht, nicht?
Jetzt. Okay, Wasser verdunstet wieder. Die Leute müssen nur noch dran vorbei. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. So, jetzt lauft. Warum lauft ihr nicht? Kommt schon. Der Weg ist nicht mehr weit. Wir brauchen bloß 5 Leute, die oben stehen. 1, 3, 4, einer noch. Komm. Ja, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Oh Gott. Ich muss schnell Leertaste drücken, wenn sie da sind. Okay, geschafft. Wildfeuer, du hast eine neue Karte. Okay. Das Feuer kann unsere Dörfer sehr gefährlich, für unsere Dörfer sehr gefährlich werden. Es entzündet die Umgebung in regelmäßigen Abständen. Der Baum des Wassers kann die Ausbreitung von Feuer eingrenzen, wenn er daneben platziert wird. Aber auch der Baum des Feuers hat seinen Nutzen. Wenn er sich aufheizt, verdunstet er Wasser in der Nähe. Aha. Und was bist du? Du bist der Baum des Wassers, nimmt sämtlich verfügbares Wasser auf und setzt es unter Hitzeinwirkung mit einem Schlag frei. Das ist interessant. Aber wo ist jetzt das erste Dorf? Da. Okay. Da muss ich hin. Wie soll ich das mit dem Baum machen? Warte. Ich gebe dir mal ganz viel Wasser, mal gucken, was passiert. Der Baum platzt und stirbt. Oh nein! Ich habe den Baum getötet. Verdammt. Na gut, soll mir recht sein. Wir bauen jetzt erstmal unser erstes Dorf. Wir können dann jederzeit die Bäume zum Platzen bringen. Das ist kein Problem. Aber wie können wir die Dörfer besiedeln, ohne dass wir alle verbrennen? Ganz besonders hier vorne. Das könnte dann gefährlich werden. Wir machen erstmal ein Dorf und dann gucken wir weiter. Wir haben nur 6 Leute. 5 sind dran. Und das Dorf entsteht. Feuer löschen. Du hast eine neue Kraft des Odems entdeckt. Mit Feuerlöschen kannst du die Flammen auf der Karte für einige Zeit aufhalten. Aktivieren sie mit der entsprechenden Taste 4. Okay. Will mein Bestes geben. Aber jetzt müssen wir ja erstmal gucken. Ah, hier vorne könnte es brennen. Und dann haben wir aber diese komischen Wasserbehälter. Das ist der Baum des Wassers. Er nimmt permanent Wasser über die Wurzeln auf und explodiert in einer Fontäne, wenn er voll ist. Sobald sich Feuer oder Lava nähert, sprüht er das gesammelte Wasser heraus, um sich zu schützen. Er wirkt wie eine Barriere gegen das Feuer. Du kannst nun Bäume des Wassers bewegen. Fahre über einen Baum des Wassers und drücke lang genug das, um ihn zu entwurzeln. Drücke die rechte Maustaste, um ihn wieder einzupflanzen. Interessant. Okay, das will ich tun. Also ist der hier ja auch bald wieder da. Komm mal mit, mein Freund. So, du passt auf, dass das Feuer nicht ausbricht. Du wirst alle beschützen. Wasser gefrieren ist das nächste, was wir erobern müssen.